Weiter geht es mit Terranigma und wir haben noch drei Zeitbomben, die wir legen müssen. Egal, ich mache es jetzt nicht nochmal mit den Talern, haben wir oft genug gemacht. Und zwei haben wir direkt vor uns gefunden, da können wir auch gerne hinschalten, denn Feider steht direkt bei zwei potenziellen Zeitbomben, mit Zeitbomben zu erledigen Computern. Wir waren kurz davor, Beruhiger zu stellen, doch er entkam. Egal, diesen Bomben wird er nicht entkommen. Alle Fluchtwege und Triebwerke stehen unter unserer Kontrolle. Mitte der 90er war das wahrscheinlich noch ein Fantasieszenario, aber fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen unwohl, dass ich hier in einem großen Flugzeug rumgehe und strategisch Bomben verlege. Beruhiger kann nicht entkommen. Ark, begib dich nach hinten, wenn alle Bomben gelegt sind. Ich glaube, man müsste sich auch beeilen, ne? Weil die Bomben haben schon einen Zeitdetonator, der hier nicht angezeigt wird. Ach, warte mal, aber fehlt mir eine Bombe fehlt mir noch. Eine Bombe fehlt mir noch. Okay, hier geht's nicht entlang. Oder zumindest sehe ich hier nichts. Oder? Verpasse ich was? Hier kann ich auch gar keine Waffe benutzen. Hier erst. Also, oh, warte mal. Lass uns mal hier drumherum schauen. Nein, es geht nicht. Irgendwo habe ich vielleicht eine verpasst. Vielleicht hier nach oben, oder? Weil ich war ja irgendwann mal wieder zurückgelaufen. Alter, dafür, meine Abwehr hat so viel abgenommen. Da hinten haben wir sie. An den Ausgängen haben wir. Eine fehlt mir noch. Eine fehlt mir noch. Hier oben vielleicht. Ah, alles klar. Da. Das ist also ein Computer. Dann habe ich alle gelegt, ne? Ich habe keine Zeitbomben mehr. Alles klar. Dann begeben wir uns gleich nach hinten. Ich check hier nur noch mal kurz. Geht's hier irgendwo noch hoch? Das müsste die letzte Bombe sein. Hier geht's noch nach draußen bestimmt, ne? Alles klar, dann gehen wir jetzt, ich glaube, zu der Stelle, wo wir gerade eben waren. Weil er sagte ja, geh nach hinten. Ah, oder zu der Stelle, wo wir gerade eben waren, oder wirklich ganz nach hinten, hinten. Na, weil da... Wir waren ja hinten am Propellerende schon mal. Wenn Feider das damit gemeint hat, können wir das natürlich auch erledigen. So, wir checken erstmal hier. Ist das das Richtige? Nein. Also, ganz, ganz runter. Und da hoffe ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Ey, ich hoffe, dass aber das Zeitlimit großzügig genug ist, weil das wird ja nirgendwo angezeigt. Man hat ja eigentlich das Gefühl, du könntest hier unendlich. Da. Okay. Ah, hast du alle Bomben gelegt? Klar doch. Alles klar, ich lege den Schalter um. Boinga, boinga. Oh, meine Jacke. Nun müssen wir nur noch fliehen. Ja, ihr seid auf einem Flugzeug. Oh, Beruhiger. Hahaha, ihr Narren. Gebt auf. Das war ja Beruhiger. Er kommt vom hinteren Deck. Das hätte ich vielleicht überlegen sollen, während er nicht fliegt. Da ist Beruhiger. Alles klärchen. Ich muss zugeben, dass du dich recht tapfer geschlagen hast. Denn ich bin ein Bösewicht. Doch vergiss nicht, dass ich Wissenschaftler bin. Und dass ich nach Wissenschaftle. Du scheinst zu denken, dass ich keine Chance zur Flucht mehr habe. Du denkst sehr naiv. Nimm beispielsweise meine Stiefel. Es sind Jetboots, mit deren Hilfe ich fliegen kann. Du alte Sau. Naive Leute wie du sind nicht in der Lage, so etwas zu verstehen. Doch, es sind Jetboots, du hast es gerade erklärt. Doch bevor ich gehe, sollst du noch etwas erfahren.
Er hätte längst fliehen und sich retten können, ne? Der Raketenantrieb wurde vom Computer gesteuert. Doch nun, da alle Computer zerstört sind, wird der Antrieb versagen. Nicht ich bin es, der gefangen ist. Bald schon wird das Reich meines Herrn kommen. Eine Welt ewigen Lebens steht vor ihrer Geburt. Was? Vermaledeite Ragn... Oh! Alter, wurde er gerade vom Rotor zermalmt? Indiana Jones-Style? Holy shit. Das Spiel macht echt keine halben Sachen. Erstmal Flugzeugterrorismus von uns. Und dann wird der Bösewicht von dem Antrieb zermalmt. Beruga wurde von seiner eigentlichen Maschine, von seiner eigenen Maschine gerichtet. Welch ein Ende für das größte Genie der Menschheit. Grausam. Das Schiff wird bald seine Flugbahn verlassen und abstürzen. Wir sind verloren. Es gibt keine Rettung. Doch, vielleicht. Ah! Ein Fliegvogel! Schau, eine Möwe. Sie ist hier, um uns zu retten. Das kann nicht sein. Wir fliegen über 10.000 Meter hoch. Keine Möwe kann so hoch fliegen. Vielleicht haben es die anderen nicht bis hierhin geschafft. Doch, das sind die Möwen. Die wollen uns helfen. Möwen sind meine Freunde. Jetzt sag aber nicht, arg, flieh du alleine. Nein! Roy! Feider, warum? Warum sollten wir alle sterben? Nutze die Chance. Roy hat recht, wir helfen uns schon. Wir haben eine Chance, den Sturz zu überleben. Menschen halten einiges aus. Jetzt lüg hier nicht rum, Roy! Noch einmal ein bisschen... Die machen sogar den Eingang zu arg. Wir sehen uns wieder. Das glaube ich nicht beeilig. Das Schiff stürzt... Ey, die wissen doch, dass sie in den... Fieps, fieps. In den sicheren Tod stürzen. Ah, und der Ober... Ah! Der Typ, der am Odemfels... Odemfels beobachten wollte... Wie? Wie das Ende der Welt untergeht. Das ist tatsächlich da. Er beobachtet den Flugzeugabsturz. Holy fuck. Das Licht der Apokalypse. Dies ist der Erde letzter Tag. Und da bin ich gelandet mit der Möwe. Das Licht wies in Richtung Südamerikas. Vielleicht ist eine Rakete oder ein Meteorit. Das muss das Ende sein. Ja, fieps, fieps. Holy fuck, ich check hier nochmal. Da ist die Explosion. Und jetzt müsste ich eigentlich in Richtung Südamerikas, ne? Hat er gesagt. Die Aufgabe der Oberwelt ist vollendet. Die Rückkehr... In der Tiefe steht nichts mehr im Weg. Betrete das Portal in Südamerika, nördlich von Lumina. Und kehrt zurück in die Unterwelt. Leute, Endgame ist angesagt. Aber, oh, wir sind an der Goldküste sind wir gelandet. Speichern, speichern. Schlafen und speichern. Und dann beenden wir dieses Game. Für 5 Taler mache ich das jetzt mal. Rechts habe ich gesagt, ja, ich gehe schon. Wenn wir das tatsächlich noch in diesem Teil jetzt schaffen, also wir haben ja noch so knapp 3/4 Stunde, ein bisschen länger für heute, dann gehen wir nachher mal ein paar Spiele durch, die wir potenziell demnächst spielen können. Da waren ja viele Vorschläge von euch dabei, die habe ich auf meine Retro-Box hier drauf. Gucken wir mal ein bisschen in Alundra rein und in Lufia und in Illusion of Time oder sowas. Also ich mache euch vielleicht visuell mal ein paar potenzielle Vorschläge, falls die Zeit dann reichen sollte. Aber ich kann mich auch erinnern, dass das Ende relativ lang gezogen war. Ich habe damals auch auf Videokassette aufgezeichnet. Das erste Mal, wo ich es durchgespielt hatte. Mit den Tränen nahe. Ich war aufgelöst. Weil das so emotional mich mitgenommen hat. Nein, da will ich nie nicht immer reinlaufen. Südamerika. Also. Afrika. Da, Südamerika. Bleibt die Frage, von wo ansteuern? Nördlich von Lumina, wird gesagt, in Südamerika. Das müsste der... Ich müsste am östlichen Part irgendwo hin, oder gab es hier was? Nee, hier genau. Westen von Südamerika war ja nur dieser vermaledeite Tempel. Aber... Wir fahren dann hier hoch. Ja, das wäre meine Idealvorstellung. Wir schaffen das jetzt in diesem Teil durch. Das Lumina hier?
Und dann stelle ich euch ein paar der anderen Spiele vor. Genau, das ist Lumina, alles klar. Dann Leute, wir verabschieden uns von der Oberwelt, die wir so langwierig aufgebaut haben bis hier. Und da ist das Portal ins Nichts. Es hat sich wieder aufgetan. Der Meteorit ist aufgestürzt und das, ey, den kenne ich doch, Columbo. Es ist lange her, Ark. Ich werde nie vergessen, dass du mir damals geholfen hast. Seither ziehe ich um die Welt, um möglichst viel zu sehen. Die Welt hat sich verändert. Flugzeuge, Computer, mein Navigationssystem erscheint mir primitiv. Auf meinen Reisen hörte ich von dir. Mir war klar, dass du der Held der Legende bist. Die Prophezeiung sagt, dass er in der Unterwelt verschwinden wird. Wirst du es tun? Noch nicht. Selbst ich treffe Vorkehrungen. Genau, ich will hier, auch wenn ich da gerade schon gesaved habe. Ich habe gar nicht gesaved da. Scheiße, ich habe nur gepennt und nicht gesaved. Also gut, dass wir es hier nochmal gemacht haben. Ich hoffe, Level 37 reicht. Ups. Und wir springen runter. So sei es. Auf Wiedersehen, Welt. Es war schön mit dir. Ich muss hier noch einiges bereinigen. Ich gehe wieder zurück in meine Heimat, die Unterwelt. Dann lass dich nicht aufhalten, doch du wirst niemals mehr in der Lage sein, zurückzukehren. Du solltest deine Erlebnisse zunächst speichern. Das habe ich gemacht. Das ist alles, was ich dir rate. Let's do this! Und ey, wirklich, ich... Also es kommen jetzt hier Flashbacks zurück, wie ich das eben damals durchgespielt habe. Das war wirklich ein schwerer Kampf. Vielleicht bin ich jetzt gut genug gelevelt, dass er vielleicht nicht mehr ganz so schwer ist. Aber was danach kam, das hat mich echt emotional mitgenommen. Mal gucken, ob ich die Tränchen zurückhalten kann jetzt. Ich scheine durch Raum und Zeit gefallen zu sein, was mich wohl in dieser Welt erwarten wird. Ja, wir sind nach dieser ganzen Zeit wieder zurück in der Heimat. Diese geil animierte Unterwelt, wenn wir hier rausgehen. Da sind wir wieder. Ah, guck mal. Oh, so lange ist es her. Wie geil, ne? Wir können tatsächlich, glaube ich, sogar auch noch in die Türme hier rein, die wir besucht haben. Das ist wirklich ein geiler Effekt. Wir haben ihn geliebt damals. Weil die Türme, ja, die Türme sind noch vorhanden. Und wir gehen nach Krista zurück. Als wir das letzte Mal das Ding verlassen haben, da waren ja alle versteinert. Hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen, das ist mein Leben. Ich bin endlich wieder zu Hause. Und ja, der Kristallnebel, der darüber liegt. Warte mal, bevor ich nach Hause gehe... Hier müssen eigentlich auch die... Ach, guck mal, und die leben jetzt wieder. Das Hühnchen oder so, waren die nicht auch versteinert? Da, ich höre was. Ohne dein Wissen könntest du sehr glücklich sein. Ja, Ignorance is Bliss. Aber das, was gewesen ist, wird nicht mehr sein. Hey, und... Hallo? Toller Hecht, du bist zurück. Toller Hecht, du bist zurück. Alter, und sie verwandeln sich in... Die greifen mich jetzt alle an. In der Weberei. Arg, wie viele Jahre ist es, seit du hier warst? Willkommen. Sie verwandeln sich in Geister, die mich angreifen. Arg, du warst lange fort. Wo bist du gewesen? Oh Gott. Und zieht mir das sogar Energie ab? Nee, zum Glück erstmal nicht, aber... Holy fuck, die verfolgen mich alle, ne? Ich werde vom Dach der Weberei springen. Wie viele Jahre ist es her? Willkommen. Ach du Schande. Also sie sind wieder entsteinert. Mein Freund der Kürbis, redet er wenigstens mit mir? Nee, der redet auch nicht mehr mit mir. Arg, schön dich gesund wiederzusehen. Oh, shit. Die ganze Stimmung ist gekippt und diese gruselige Musik noch dazu. Puh. Geh wieder nach Hause. Arg, wo bist du gewesen? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Kann ich den Apfel wenigstens essen? Nicht mal ein Lecker gab's. Arg, wie viele Jahre ist es her? Kann ich auf mein Zimmer gehen? Ich kann mich immerhin schlafen legen, das ist ja was. Aber nur für ein kleines Nickerchen. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Dann gehen wir zum Ältesten. Und hier, nur weil ich die Tür da geöffnet habe. Da ist der Älteste. Der hat alles gemacht, ja? Du tatest gut daran, zurückzukehren. Ich danke dir für das, was du bisher zur Rettung der Welt getan hast. Doch du scheinst mehr gelernt zu haben, als du solltest. Ich möchte dir etwas zeigen. Folge mir. Ich muss ihm folgen. Er ist bestimmt hier drin.
Hier, wo ich Fluffy gefunden habe. Hier, wo alles angefangen hat. Nur weil ich die Tür geöffnet habe. Es war vom Schicksal vorherbestimmt. Nee, er ist gar nicht da. Ich dachte, der steht jetzt da unten. In der echten Welt ist da ja das mit den zwei Melinas passiert, wo ich wiedergeboren wurde. Voll der crazy shit. Wo ist denn der Älteste? Wir haben uns Sorgen gemacht. Da ist er. Ark, schau in den Himmel. Ist der Kristallnebel nicht wunderbar? Fast alle Körper werden aus demselben Material hergestellt. Verbrauchte Körper werden in neue Formen gegossen. Das Wachstum der Erde ließ auch zwei Mächte entstehen. Das Licht schuf Leben, das Dunkel zerstörte alles Unwichtige. Das Dunkel läutet jetzt dein Ende ein. Ark, deine Aufgabe ist erfüllt. Machen wir uns auf den Weg zum Ragnarstein. Warte mal. Eigentlich muss ich nach oben, glaube ich. Muss ich nach oben oder nach unten? Aber ich kann dementsprechend wieder hier raus. Dies ist der Ragnarstein. Das sieht jetzt echt voll Illusion of Time-mäßig aus. Du befindest dich in der Sonne der Unterwelt. Okay. Dieser Gang erzählt die Geschichte allen Lebens. Schöpfen bedeutet Formen. Zerstören bedeutet die Auflösung der Form. Voll metaphysisch. Diesen Planet wurde ein unheilvolles Schicksal prophezeit. Bald schon werden Licht und Schatten verschmelzen. Zu Schlicht oder Latten. Es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Für das Wohl der Erde werde ich wie du in wahrer Gestalt streiten. Also ich kämpfe jetzt gegen den Teufel. Holy shit. Leute, es ist soweit. Der finale Bossfight. Da ist er. Da ist er! So. Und ich weiß, der war sackschwer, als ich ihn das erste Mal gemacht habe. Lege die Knollen mal an, weil ich muss jetzt mal seinen Pattern ausloten. So. Ich weiß, ich musste auch Abwehren häufig benutzen. Okay, es zieht auch schon einigermaßen ab. Richtig abwehren kann ich das nicht. Ich muss da also springen. Ah, okay. Das muss ich. Das wütet. Muss ich ihn irgendwie treffen mit dem Hades Licht? Okay. Du wirst mich nie bezwingen. Niemals. Okay. Das ist das Richtige. Weil ich kann mich eben erinnern, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich so unter Level, dass ich ihn nur jedes Mal, wenn er runtergekommen ist, so ein oder zwei Punkte Schaden gemacht habe. Oder jedenfalls eine Handvoll nur.
Okay. Man kann natürlich nicht selber sehen, welches Pattern kommt. So, hartes Licht von da. Dass er getroffen wird. Dass er runterkommt. Ja, danke. Das bringt mir überhaupt nichts. Oh, komm, ich hab ihn doch getroffen. Ach! Leute. Das war der Endboss. Das war der fucking Endboss. Ich habe 2 Stunden gebraucht, als ich das erste Mal durchgespielt habe. 2 Treffer hat er gebraucht. Level 37 war genug zum Glück. Ah, warte mal. Kommt jetzt Stufe 2? Scheiße. Es gab ja Stufe 2. Das habe ich vergessen. Shit. Ich nehme eine Knolle. Es gab ja Stufe 2. Oh, shit. Ich dachte, es wäre schon... Okay, und abwehren? Genau, hier musste ich abwehren. Weil ansonsten, man kann sich nicht anders schützen davor. Shit. Holy fuck. Okay. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Vielleicht überleben wir das gar nicht. Ich habe mich zu früh gefreut. Zeitig das Ding hier anschalten. Oh oh, es wird ja doch nochmal aufregend. Weil daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das Licht hier ablocken musste und ich dachte, wo ist denn die Stufe vorher, weil der so Pipifax war, aber natürlich, klar, es ist ein Endboss, der hat 2 Stufen. Das ist doch logisch. Oh oh. Genau, und das habe ich 2 Stunden lang gemacht. 2 fucking Stunden. Okay, Alter, und gerade habe ich ihm sau viel abgezogen. Wenn er in die Mitte geht, abwehren. Och komm! Okay. Werden. Ich habe auch nicht mehr so viele Götterknollen. Das war's. Das war's aber. Ah. Okay. Ah. Oh, war ja doch nochmal aufregend gegen Ende hin. Ragnarer ist vernichtet. Regie, wir lassen das mal durchgehen jetzt hier, weil lass uns den Abspann angucken. Wir machen dann die Minuten hinten dran für den letzten Teil, aber das müssen wir natürlich genießen, auch wenn gleich eine Werbung anstehen würde. Eine Stimme, die schon einmal hörte. Am Heldengrab, es ist nun vorbei. Ragnaras Kräfte sind versiegt. Wer bist du? Was bist du? Ja, wer redet mit mir? Ich? Ich bin dein Gegenstück der Oberwelt.
Ah, der Lichtark. Ragnarok hat sich erschaffen, um diesen Planeten zu beherrschen. Ich habe mich aufgelehnt gegen Ragnarok. Ragnarok hat dich geboren, indem er eine Kopie von mir schuf. Ich bin nur eine Kopie des richtigen Helden. Nicht nur dich, sondern alle Bewohner Kristas. Einfach aus Storkholm, alles geklaut. Auch dein Dorf wurde nach einem Vorbild der Oberwelt. Der Oberwelt. Der Oberwelt erschaffen. Jetzt kommen die Truth Bombs. Die Welt befindet sich nun wieder im Gleichgewicht. Ragnar hat mich geschaffen, um die Welt zu erobern. Ich bin eine Kopie. Du hast dies ermöglicht, aber die Kopie ist über sich hinausgewachsen. Die Dunkelheit ist vorüber. Wir haben es geschafft. Lass uns in unsere Welten heimkehren. Ja, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Also, die hatte ich sowieso gemacht, aber ich bin über meine Aufgabe hinausgewachsen. Ich war eigentlich nur ein Werkzeug des Bösen. Und da sehen wir, dass Christa, das gibt es eigentlich gar nicht. Christa ist eine Kopie von Storkholm gewesen. Die Leute, die da existiert haben, sind einfach nur eine Kopie gewesen. Geschaffen. Geschaffen einfach, um das Werk des Bösen zu machen. Das ist also mein Heimatdorf. Sogar das schönste Haus wäre für mich jetzt ohne jede Bedeutung. Denk daran, auch Melina hat ihr Dorf verloren. Ihre Eltern und ihre Freunde aus dem Dorf wurden alle umgebracht. Das ist der Grund, weshalb sie ihre Sprache verlor. Also die wahre Melina aus der Oberwelt. Ich kann ihren Schmerz sehr gut nachempfinden. Ich dachte nicht, dass man sich ohne eine Heimat so einsam fühlt. Ist Fluffy der Held oder was? Nein. Du siehst recht fertig aus. Nun, ich frage mich, wofür ich kämpfte. Der Weise sagte, ich solle die Welt retten. Also ging ich nach oben. Ja, die Welt wurde gerettet. Zivilisation erblühte. Doch es war der Plan des Weisen. Ragnaras Plan. Ich fühle mich, als hätte ich Unglück über den Planeten gebracht. Das ist echt ein hartes Schicksal. Ark hat mehr Verantwortungsbewusstsein, als ich dachte. Du hast deine Aufgabe, Himmel und Erde zu schaffen, erfüllt. Du bist das, was die Menschen einen Gott nennen. In einer Welt voller Leben geschehen aber auch immer Unglücke. Doch so wie es Schlechtes gibt es auch viele positive Dinge. Auf alle Fälle bin ich gerne mit dir gereist, Ark. Fluffy, du hast doch ein gutes Herz. Aber es ist doch der gute Fluffy, oder? Der böse. Ist dir das jetzt erst aufgefallen, dass ich ein gutes Herz habe? Fluffy, eine Frage hätte ich noch. Du hast mich lange Zeit begleitet. Sogar im Endkampf warst du tapfer an meiner Seite. Ich habe dich nur nicht benutzt. Ich habe noch nie gefragt, aber was genau bist du? Ja, endlich. Ich habe diese Frage erwartet. Okay? Ich wusste gar nicht, dass ich diese Frage stellen darf. Ark, bisher hast du unzählige Lebewesen getroffen. Vögel, Löwen, Pinguine. Sogar Nixon hast du getroffen. Richard Nixon. All diese Lebewesen stammen von einer einzigen Kreatur ab. Vor der Evolution sahen alle so aus wie ich. Das ist der Urmensch. Fluffy ist aus der Ursuppe entstiegen. Menschen lernten, auf zwei Beinen zu laufen und Werkzeuge zu bedienen. Jetzt verlassen sie sich nur noch auf Maschinen. Vielleicht werden sie eines Tages wieder so wie ich aussehen. Ah, der Kreislauf des Lebens. Eine seltsame Vorstellung. Nun gut, später, Ark. Bis später wahrscheinlich. Ich muss jetzt gehen. Was? Wohin gehst du, Fluffy? Ich werde schlafen und auf den Tag warten, an dem wieder jemand die Truhe öffnet. Holy shit. Lebe wohl, mein Freund. Fluffy ist der Urmensch, der in der Truhe wartet.
auf den Kreislauf. Hörst du mich? Ich bin Divina, die Seele der Oberwelt. Ah, Ragnarer und Divina wahrscheinlich, ne? Ragnaras Niederlage wird Christa und die Unterwelt vernichten. Ich habe damit mein eigenes Ende besiegelt, ja? Ich habe meinen Schöpfer umgebracht. Die Oberwelt wird sich langsam wieder erholen. Geschaffen vom Bösen, wurdest du vom Guten wiedergeboren. Okay, das stimmt, ja. In dir fließt das Blut Divinas und das Blut Ragnaras. Doch nun ist deine Aufgabe erfüllt. Dein Körper wird bald schwinden. Genieße deshalb deine letzten Tage in Christa. Ach, und schau es dir an. Guck mal, er darf noch mal leben. Arg, was ist los? Hörst du mir zu? Wie? Sorry, ich dachte gerade nach. Kurz bevor, also mir wurde gewährt, noch ein paar Tage im Glück zu leben. Hallo Arg, Glück bedeutet für mich, frei leben zu können. In einer Illusion jetzt hier sozusagen. Oder wenigstens, ist es Illusion, ist es Wahrheit? Hallo Arg, du siehst so nachdenklich aus, bedrückt dich etwas? Mir wurde nochmal erlaubt, dass hier, mit denen kann ich nicht mal reden, dass ich noch für ein paar Tage ich selbst sein kann, bevor meine Seele endgültig schwindet. Wir müssen schöne Kleider machen, an denen sich die Leute erfreuen. Schau dir an, ja, alles so wie früher. Melina wird diese Arbeit zu Ende bringen. Arg, lass uns spielen. Stimmt, sie wollte mir ja Kleidung weben, ne, damit ich... Ach, guck mal, die Kinder spielen. Die spielen. Der Kürbis. Sie wollte mir ja da Kleidung nähen, aber dann kam mir diese ganze Versteinerungsnummer vor. Die Erde ist nicht mehr fruchtbar, all mein Gemüse verfault. Also auch die Illusion selbst hier. Die Kristalle im Nebel funkeln nicht mehr. In diesem Fluss scheint es keine Fische mehr zu geben. Arg, was hat das zu bedeuten? Hart. Arg, etwas an dir hat sich verändert. Da sind wieder die Typen hier alle. Hat Melina dich wieder geweckt? Wie bitte? Diese blaue Tür? Das ist die Besenkammer. Bist du in Ordnung? Kann ich die aufmachen? Nee, sie geht nicht mehr auf. Die Tür geht nicht mehr auf. Irgendwas verändert sich in Christa. Also selbst die Illusionen merken das. Was, der Weise? So jemanden kenne ich nicht, Arg. Hä? Es gibt keinen Weisen? Natürlich, der Weise war ja auch Ragnarer, ein Werkzeug Ragnaras. Alles begann in diesem Zimmer. Ob der Weise alles so kommen sah, wie es sich ereignete? Ich erweckte die Zivilisation und Doruga und färbte die Erde dunkel. Maschinen wollten mich nach Berugas Erwachen töten. Doch ich überlebte. Kumari und andere Lebewesen haben mich wiederbelebt. Ich traf mein anderes Ich und erfuhr meine wahre Bestimmung. Also, wenn ihr wisst, also wenn ihr in dieser Situation wärt, ja, ihr wisst, ihr habt jetzt ein paar Tage noch quasi über und geht introspektiv in euch nach, hat Melina schon Morgengymnastik gemacht, und dann labern diese Typen hier, selbst wenn in deinen Augen spiegeln sich die Kristalle des Nebels. Es ist wirklich eine krasse Situation gewesen. Ich weiß eben, ich habe mich jetzt schlafen gelegt. Ist es ein richtiges Schlafen oder habe ich gerade das Spiel beendet? Arg, hörst du mich? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Voll traurig jetzt. Ich wollte dich in Stockholm als Baby umbringen. Ach, das ist die Unterwelt, Melina. In Christa galt nur das Wort des Weisen. Da ich dich jetzt
als Erwachsenen sehe, wird mir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen und sollten natürlich leben. Christa wird bald verschwunden sein. Doch der Bund des Schicksals wird uns wieder zusammenführen. Ark, wir sehen uns bald wieder. Im Jenseits. Eieiei. Bis dahin alles Gute. Puh. Harter Stoff. Ganz harter Stoff. Habt ihr sowas von einem Super Nintendo-Rollenspiel erwartet? Nicht wirklich, ne? Solchen harten Tobak. Ark fällt in tiefen Schlaf. Und träumt seinen letzten Traum. Er träumt, er sei ein Vogel. Und schwebe über der Erde frei. Tja, damit haben wir es geschafft, Leute. Wir sind am Ende angekommen und es nehme ich tatsächlich wieder ein klein bisschen mit, muss ich sagen. Ich finde, es war ein sehr schönes Ende. Ein sehr melancholisches. Ich hätte eben nicht gedacht damals, dass es in die Richtung geht. Dass wir eigentlich alles, was wir gemacht haben, nur dazu führt, dass wir uns selbst auslöschen, das Ende herbeiführen und das Ende ist der eigene Traum. Einmal noch frei sein. Einmal als Vogel über die Welt fliegen, wo auch immer es hingeht. Und ja, ey, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, vor allem mit euch gemeinsam das Spiel zu spielen. Schön, dass wir auch, nachdem wir diese lange Pause gemacht haben, hier mit dem Spiel weitermachen konnten. Und ja, hey, nicht umsonst habe ich damals das Ende, wie gesagt, auch auf Videokassette aufgenommen, weil ich so hart daran gekämpft habe, um den Endboss zu schaffen, der jetzt natürlich wesentlich leichter war. Aber so viele Spiele wie das hier, die gibt's nicht. Mittlerweile kann man sagen, dass die Texte vielleicht hier und da mal ein bisschen absurd und lächerlich klingen, aber trotzdem ziemlich deep auch alles für so eine Art von Game ist. So in der Form habe ich diese Mischung auch bisher nicht nochmal gesehen, vor allem so introspektiv, wie es gegen Ende hin abgegangen ist. Und guck mal, auch sehr schön, sowas hat man in der Form im Spiel dann auch nicht gesehen, mit der 3D-Optik ein bisschen beim Fliegen über die Welt, ne? Aber hier, schaut es euch an, da, wir sehen, wie die Menschen langsam sich entwickeln. Ich bin als Vogel hier nochmal und schaue mir die Zugfahrt an. Ja? Ich darf noch einmal daran teilhaben, an der Welt, die ich geschaffen habe. Und parallel haben sie natürlich auch eine ziemliche Message reingebaut, von wegen hier Umwelt, Fortschritt, Kapitalismus mal wieder natürlich, klar. Gesellschaftskritik ist das, was man am ehesten in einem Super Nintendo-Spiel erwartet. Es war ein bisschen schade für die Amis, weil die haben das Spiel nie offiziell bekommen, ne? Die kennen Terranigma eigentlich nicht. Also die mussten damals importieren, entweder das japanische oder das europäische Spiel. Was auch schade ist, ist eben, dass das Team, das Terranigma gemacht hat, Quintet, ist der Entwickler, hat dann damals eben für NX gearbeitet. Die haben danach noch ein oder zwei kleine Spiele rausgebracht. Eins der größeren war Grandstream Saga für die PlayStation 1, aber das war mit Abstand bei weitem nicht so gut wie das hier. Also weder inhaltlich noch spielerisch noch grafisch, sogar grafisch war es schlechter als das hier. Mir hat Spaß gemacht, das habe ich auch zweimal durchgespielt damals. Aber Terranigma ist schon deren Meisterwerk. Illusion of Time ist auch cool, ein bisschen zu aufgesetzt bei gewissen Teilen, aber ey, gibt's irgendein Spiel, was mit diesem Ende mithalten kann? Schaut ihr da, ich fliege da mit den futuristischen Flugzeugen mit. Ich sehe die Entwicklung der Menschheit quasi noch einmal vor mir.
in meinem Traum. Ach, das ist schön. Ja, ich guck mal kurz. Wir haben jetzt die eine Werbung übersprungen, die lassen wir dann auch sein. Haben noch so eine knappe Viertelstunde, sehe ich hier. Wir schauen sie noch zu ändern und dann zeige ich euch ein paar potenzielle Vorschläge für kommende Spiele, dass wir die Zeit hier auch vernünftig füllen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr in die YouTube-Comments nochmal reinschreibt, was ihr denn so Erfahrungen mit Terranigma gemacht habt, wie euch vor allem die Art von Let's Play hier immer wieder gefallen hat. Englische Version so, ah, warte mal, lass mir jetzt mal gucken, jetzt steht bestimmt der Cloud-Mäuse. Cloud-M-Mäuse, der die deutsche Übersetzung gemacht hat. Ist bestimmt hier auch namentlich vermerkt. Da. Nee, Club Nintendo Redaktion hat's gemacht. Der hat nicht mal seinen Namen jetzt da drauf geschrieben, sondern versteckt in der Club Nintendo Redaktion. Und die Spanier von FM Software oder EM? Und da geht's wieder runter. Ah, und guck mal, und jetzt haben wir. Die Welt ist jetzt endgültig in der Zivilisation angekommen. Über das Lichtermeer der Städte. Das ist fantastisch, oder? Das ist super. Komm, lass uns für den Rest Regie. Mach die Musik ein bisschen lauter, ich will das genießen. Bis wir fertig sind. Ich habe genug gesagt. Ach, sehr schön. Auch wirklich toll, ne? Bisschen offen gelassen, das Ende. Es hat geklopft an der Tür. War es unser letzter Traum? Ist es vorbeigegangen? Sind wir wieder vielleicht durch die Güte des Lichtes zu einem Menschen geworden? Man kann es nicht genau wissen, aber das ist letzten Endes auch nicht wirklich so wichtig. Ich habe selten Spiele gesehen, die ein schöneres Ende haben als das. Und ja, ich habe mehr als genug dazu gesagt. Also schön, dass wir es zu einem vernünftigen Abschluss gebracht haben. Ich kann jetzt auch drücken, was ich will. Es passiert nichts, denn wir können gerne nochmal draufschauen. Wir sehen nur Ende, Ende, Ende. Dann da weiter. Aber wir können nochmal der Musik dann lauschen.
Ja, und das hatte ich auf Videokassette aufgenommen, mir dann nochmal angeguckt. Ich musste echt die Tränchen ein klein bisschen zurückhalten. Bei sowas werde ich echt wirklich dann nochmal sentimental. Aber ja, das war Terranigma. Wie ich euch versprochen habe, Leute, und Regie für euch macht das gleich keinen Unterschied, weil die Spiele dann auch in der gleichen Position auftauchen, also müsst ihr da nicht rumrühren oder so. 10 Minuten haben wir noch und da die Zeit noch vernünftig genutzt werden soll, ich hatte ja nach ein paar Spielen gefragt, die wir gerne uns dann potenziell für was anschauen können. Ich mag ja solche Action-Adventures ganz gerne oder Action-RPGs. Und zum Beispiel von euch kam auch der Vorschlag, wo haben wir es denn, von Alundra, was auch, ich hoffe, dass es euch aber jetzt nicht gleich vor grafischer Pracht die Augen übergehen. Alundra ein bisschen ähnlich gestaltetes Spiel ist, aber einen wesentlich höheren Schwierigkeitsgrad hat und auch vor allem storymäßig und inhaltlich ein bisschen einen anderen Ansatz als Terranigma hat, dennoch aber ziemlich gut funktioniert. Warte mal. Da ist es ja. Alundra auf der PlayStation 1. Ich gehe hier auch mal kurz auf Start drauf. Alundra kam Mitte, Ende der 90er raus. War von den Leuten, die Landstalker früher gemacht haben auf dem Mega Drive. Und es geht weiter natürlich mit einer Möwe, die übers Meer fliegt. Es geht um Alundra, den Traumwandler. Ja, das ist ein Elfenjunge, der auf einer Insel strandet und da in die Träume von Menschen reinspringen muss, weil diese Menschen werden von Albträumen geplagt. Und man muss innerhalb dieser Träume dann sehen, wer oder was sie gerade plagt oder was dann gerade passiert. Und da bin ich ja, da ist Alundra. Ich kann mit ihnen da herumlaufen, ich kann auch laufen. Also in eine Richtung gedrückt halten und laufen. Ich konnte springen, aber ich glaube jetzt hier noch nicht. Angreifen, mit den Leuten reden. Ich weiß, wo meine Kabine ist, das brauchst du mir hier nicht sagen. Das war auch was, was ich gerne gespielt habe. Das kam auch in den Vorschlägen bei euch hier weiter. Ich habe hier natürlich leider keinen fortgeschrittenen Spielstand. Man muss diesen ersten Part machen. Da kommt nämlich eine große Welle und lässt das Schiff dann sinken, wenn ich einmal mit dem Captain hier gesprochen habe. Hallo, Captain Merrick. Mir tut die See nicht gut. Ich habe hier die US-Version mir damals gekauft auf der PlayStation 1. Es kann sein, dass die deutsche Version auch deutsche Texte hatte. Wenn wir das spielen sollten, dann wäre das wahrscheinlich etwas, was wir eher auf Deutsch machen müssten oder sollten, weil dann müsste ich nicht für euch übersetzen die ganze Zeit. Da wäre das relativ easy, das zu machen. Aber Alundra war auch ein sehr cooles Ding, eben um einige schwerer als Terranigma auch noch. Also ich weiß nicht, das wäre vielleicht die einzige Krux, wo ich das sagen würde, wo das so ein schönes Spiel ist. Ich kann durchaus häufig mal verlieren und wir müssen Parts wieder nochmal neu machen. Gucken wir mal. Kann ich hier irgendwo Alundra's Cabin? Nee, ich müsste mit anderen Leuten nochmal reden. Aber visuell ist es auf jeden Fall schon mal ein Sprung über Terranigma. Obwohl Terranigma auch sehr kohärent war. Die Auflösung ist eben ein bisschen besser. Ja, habe ich auch relativ häufig mit Zeit verbracht und das hat auch dann entsprechend viel Spaß gemacht. Das wäre potenziell was. Ja gut, da können wir mal weggehen von da, Regie. Weil ich wollte es ja euch nur kurz einmal zeigen. Und da gehe ich gleich mal auf ein anderes Spiel drauf. Es gab auch noch viele Vorschläge von euch. Ihr wollt natürlich das Super Nintendo-Konglomerat euch anschauen. Und da können wir zum Beispiel mal, wenn wir eh schon bei Terranigma gewesen sind, auf dem Super Nintendo gab es natürlich auch mehr Spiele von den Leuten, die das... Oh, warte mal, jetzt habe ich das falsch angewählt. Mehr Spiele von Leuten. Ich wollte euch ein bisschen Illusion of Time zeigen. Das kam nämlich auch relativ häufig als Vorschlag von euch. Und Illusion of Time ist eben das Spiel, was vor Terranigma entstanden ist von den gleichen Leuten. Hat ein bisschen mehr Message gehabt, fast schon. Ne? Also da geht es auch um miteinander zusammenleben, Demut, Sklaverei, alles Thematiken, die aufgenommen werden. Und ich hatte auch die Geschichte mal erzählt. Ich habe es das erste Mal im Kaufhaus gespielt bei uns, beim Karstadt im Billstedt, den es, glaube ich, im Moment mittlerweile nicht mehr so in der Form gibt. Und da war das gerade neu und da gab es einen Mario Kart-Wettbewerb. Und ich habe da eine Gruppe Kinder geschlagen, aber ich war schon alt. Die habe ich besiegt in Mario Kart und habe gehofft, dass ich vielleicht mir ein Spiel wünschen kann. Da hätte ich mir Illusion of Time gewünscht als eigenes Game. Ich habe eine Mario-Armbanduhr bekommen, die nach 2 Wochen angehalten hat und nicht mehr funktionierte. Und ich habe Illusion of Time mir aus der Videothek ausleihen müssen und dann spielen müssen. Und nicht dann selber. Warte mal, ich drücke mal kurz Start. Wenn ihr anfangen könnt, ihr werdet es vielleicht dann auch erkennen gleich. Spielbeginn.
Visuell ist das Game einigermaßen nah dran. Mission beginnen. Eine richtige Taste, die A-Taste, ja, ne? Visuell ist es ein bisschen nah dran an Terranigma, aber natürlich grafisch weniger aufwendig. Das ist Will. Ja, er begleitete seinen Vater zum Turm von Babel, aber sein Vater und die Leute altern in Unglück und er hat es irgendwie zur Stadt Südkap zurückgeschafft. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater nicht mehr im Leben ist. Es fängt schon damit an. Aber wenn ich erwachsen bin, werde ich ein Forscher und erkunde die Welt. Irgendwo treffe ich dann meinen Vater. Und gehe natürlich hier in die Schule. Das ist cool, das sind meine guten Kumpels hier übrigens, mit denen ich quasi so Abenteuer erlebe und eine eigene Geheimhöhle habe, wo wir uns gleich verabredet haben und uns treffen. Aber natürlich bleibt es dann nicht dabei. Und hier auch, kennt ihr das Manöver? Das hat ja auch, ne? Quasi unser Arc als Abwehrmanöver gemacht. Das Coole ist, wenn ich aufs Dach hier draufsteige, der Schule, hier befindet sich ein Portal, in das ich reingehen kann. Und zwar, es gibt noch eine andere Ebene hier in dem Spiel, nämlich ein Sphärenportal. Und ich bin der Auserwählte. Reise fortführen. Hier kann ich nämlich saven. Aber später werde ich mich hier nämlich auch verwandeln können in große Krieger. Ja, dieses Portal wird mir ermöglichen, ein riesiger Krieger zu werden und dann mit anderen Leuten dann umherzugehen. Ja, das wäre potenziell auch, wenn ihr dieses Terranigma-Feeling haben wollt, auch wenn es nicht exakt genauso repliziert werden kann, ist das eine gute Möglichkeit. Aber alles viel, also auch hier von den Dingern abspringen und so, erinnert schon ein bisschen an Terranigma. Und das ist wahrscheinlich hier Ark, der als Vogel da herumfleucht. Sieht immer noch ganz cool aus, ne? Wie konnte ich laufen? Genau so, zweimal antippen. Und das wäre die geheime Höhle, wo sich meine Freunde befinden. Wir treffen uns hier abends immer. Na gut, dann lass uns davon nochmal weggehen. Wir haben, glaube ich, nochmal Zeit, um ein potenzielles Spiel zu zeigen. Welches nehmen wir dann? Wir haben eins von der PlayStation gezeigt, eins vom Super Nintendo. Auf dem Mega Drive habe ich relativ viele bereits durchgespielt, selbst Let's Played. Aber, ja, Landstalker habe ich schon gemacht. Und es gibt leider auch Probleme auf dem... Oh, nehmen wir das mal. Warum nicht? Landstalker gibt Probleme dann mit YouTube, weil da der japanische Rechteinhaber der Musik Stress macht bei YouTube. Aber zum Beispiel das habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr durchgespielt. Das ist jetzt die US-Version, die ich hier habe. Aber das Game ist auf Mega Drive und heißt The Story of Thor. Ich kann jetzt mal starten hier. Das ist Prinz Ali, der ein mysteriöses Armband entdeckt auf seinen Reisen. Und dieses Armband befähigt ihn dazu, über magische Wesen wie einen Feuer-Djinn oder sowas zu verfügen. Die amerikanische Version, die ich hier habe, hieß Beyond Oasis. Und ich starte das mal. Gebe da auch keinen Namen ein. Das Coole damals war, dass es fürs Mega Drive rausgekommen ist, so Zelda-mäßig Action-Adventure, aber hat ziemlich coole Animationen. Und vor allem, wenn ich jetzt mal die Attack-Taste drücke, schaut euch an, was für geile Kombos da gemacht werden, ne? Wenn ich da ankomme, da sind die ganzen Leute, mit denen ich reden kann. Aber weiter oben werde ich, glaube ich, von Monstern angegriffen. Da, was passiert hier? Und Monster kommen in der Stadt an. Und dieses Game ist ein bisschen kürzer tatsächlich sogar, ne? Ich würde sagen, man hat es in so... Wie viele Stunden durch? 7 oder 8? Und nicht die 25 oder 20, die wir hier gerade gebraucht haben. Oh, warte mal, die Ratte. Muss natürlich auch aufpassen, aber spielerisch. So. So, zackeli zack. Kann ich die da auch wegbekommen? Das wäre auch potenziell was. Aber ihr habt natürlich noch viel, viel mehr Vorschläge gemacht. Ich wollte nur mal potenziell was zeigen, was man auch hier mitnehmen kann. Habe ich nur einmal durchgespielt. Auf Mega Drive selbst bisher. Und ich weiß, ich hatte so meine Probleme mit der Musik hier und da. Aber es war auch ein sehr schönes Action-Adventure. Also gerne mehr Sachen in die YouTube-Comments mit reinschreiben. Aber das sollte es zumindest für heute gewesen sein. Genau, vom Ingame weggehen werde, Regie. Wir haben es geschafft. Terranigma ist durch. Ich habe euch ein paar Vorschläge gezeigt. Wann ich ein nächstes Let's Play machen kann, kann ich jetzt nicht sagen, weil wir gerade wirklich echt viele Projekte dann dran haben. Aber ich bin immer offen für Ideen und Ansätze. Ansonsten, es war mir ein Vergnügen, mit euch gemeinsam hier Terranigma zu spielen, trotz der großen Pause, dass wir es jetzt noch Dienstagnachmittags hier auf dem Sender beendet haben. Viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Ich war hier Gregor und ich sage, bis dann.